danke für die liebe Begrüßung. Freue mich sehr, bei euch sein zu dürfen. Ich muss mit einer ganz kleinen persönlichen Geschichte beginnen. Also die Schweiz hat schon immer einen ganz großen Platz in meinem Herzen. Die Schweizer, die ich kennengelernt habe, die haben gesagt, Georg, Österreich und die Schweiz, das ist fast das Gleiche, da ist ganz viel ähnlich, die Berge und die Menschen und die Seen und die Natur. Es gibt nur einen großen Unterschied, wir haben beide unsere Flaggen mit Rot und Weiß, ihr habt ein fettes Minus drin und wir haben ein großes weißes Plus drin. Und nicht nur aufgrund dieser Geschichte, aber immer wenn ich in die Schweiz komme, dann denke ich mir, also ich merke den Übergang nicht, so muss ich sagen, ja, von Vorarlberg herüber, ich merke den Übergang nicht. Aber es gab so einen kleinen Deppscher bei mir, das war vor ein bisschen mehr als einem Jahr, da war ich, danke sehr, danke liebe Laura, da war ich auch auf einem Einsatz in der Schweiz, im Wallis, und dann bin ich zurückgefahren und so gut kenne ich die Schweiz doch nicht, dass ich mit meinem Auto ein bisschen zu schnell gefahren bin. Also ich bin eigentlich ganz brav gefahren, aber eine Radarbox habe ich übersehen. Da stand 80, es ging so bergab und ich bin da mit 120 durch und habe mir nichts gedacht. Und dann zwei Wochen später habe ich einen Brief bekommen nach Österreich und wie ich so die ersten drei Zeilen gelesen habe, habe ich mir gedacht, ich bin ein Schwerverbrecher. Dann wollten die meine Daten haben und dann noch ein paar Wochen später bekam ich also so einen Erlagschein. Aber ich erzähle jetzt nicht die Höhe, wie viel ich da einzahlen musste. Und ich wurde ein Jahr gesperrt, in eure schöne Heimat zu kommen. Aber ich habe mich nicht getraut, das irgendjemand zu erzählen. Jetzt wie die Laura mich gefragt hat, hey Georg, könntest du mal im Herbst zu uns in die Schweiz kommen, da in die Nähe von Zürich? Da habe ich so heimlich angefangen zu rechnen, ob sich das ausgeht mit meiner 12-monatigen Sperre. Also hier bin ich, wie ich heute über die Grenze gefahren bin, bin ich ungefähr mit 20 km/h drüber gefahren, hab geschaut, ob ich irgendwo ein Schild sehe, ob vielleicht 10 km/h steht oder 30. Und ich glaube, als ich von der Grenze bis Zürich, glaube ich, 4 Stunden gebraucht, habe den ganzen Verkehr aufgehalten und jetzt bin ich da. Alle, die mich nicht kennen, also ich komme aus den Bergen, bin ein Österreicher, heiße Georg, komme aus einer tollen Familie. Wir sind 10 Kinder zu Hause. Ich hab einen Papi und eine Mami, die sehr, sehr praktizierend ihr Leben gelebt haben und uns auch so erzogen haben. Die Mami ist vor 10 Jahren schon zum Herrn nach Hause gegangen. Ich glaube, ein bisschen im Stand der Heiligkeit. Also die hat wirklich ein erstaunliches Leben gelebt. Nicht nur, weil es 10 Kinder sind, sondern die war so nah am Herrn. Die hat so ein tolles geistliches Leben gelebt. Und der Papi auch. Der Papi ist heuer am Osterdienstag ist er zum Herrn nach Hause gegangen. Also jetzt habe ich sozusagen beide im Hintergrund, die auch ein bisschen mitbeten, wo immer ich hingehe. Ich bin verheiratet, habe eine Frau und 4 Kinder. Also nicht 4 Frauen und ein Kind, wie das heute auch ein bisschen möglich sein könnte. Eine Frau, 4 Kinder. Und stehe relativ knapp vor meiner Diakonatsweihe. Also ihr wisst, dass es in der katholischen Kirche die Weihe von verheirateten Männern zu ständigen Diakonen gibt. Und so Gott will, wird das in 2 Monaten sein, am Christkönigssonntag. Also wer in den nächsten Wochen so ein ganz kleines Gebet über hat, danke sehr. Bei uns in Österreich sagt man, wenn man Schnackerl hat, kennt ihr das? Ja, wenn du so einen Schluck auf hast, das heißt immer, dass jemand an dich denkt oder dass jemand für dich betet. Also wenn ich die nächsten Wochen einen Schnackerl habe, dann weiß ich, oh, da gibt es aus dem Westen jemand, der betet. Danke sehr. Mein Thema heute für dieses, ich weiß nicht genau, wie ihr das nennt, Einkehrtag, Konferenz, einen gemeinsamen Nachmittag, den wir verbringen werden. Das Thema, was mir jene aus eurem Team gestellt haben, war das Thema Vision. Hey Georg, könntest du nicht ein bisschen so in 2 Preaches über das Thema Vision sprechen? Jeder Preacher hat, glaube ich, seine Lieblingsthemen. Die Priester müssen über alles predigen können, aber die Laien, so die modernen Missionare, die haben ihre Lieblingsthemen. Einer meiner großen Lieblingsthemen ist einfach Jesus, ganz viel über Jesus zu sprechen. Gebt mir in der Kirche ein bisschen ab. Ja? Also manches ist mir zu wenig jesuanisch. Ich liebe es, über Jesus zu sprechen, über die Freundschaft mit ihm zu sprechen und ich liebe es, über den Himmel zu sprechen. Und die Laura hat gesagt, also Georg, am Nachmittag musst du 2 Preaches über Vision haben, aber am Abend kriegst du das Mikro noch für kurze Zeit und da bist du dann ganz frei und da wird es um den Himmel gehen, heute Abend. Ja? Also der Himmel ist mein absolutes Favorite-Thema und Vision steht nur an 7., 8. Stelle, aber heute ziehen wir es
herauf. Gut, das Thema Vision ist ein ganz großes Thema. Ich kenne die allermeisten von euch nicht. Ich nehme an, dass die allermeisten von euch irgendwo weltlich in einem Beruf stehen, vielleicht auch in einer Verantwortung, in einer kleineren oder in einer größeren Verantwortung. Und das Thema Vision ist ein ganz großes Thema, vor allem im weltlich-unternehmerischen Bereich. Also jedes Unternehmen, jedes kleine, jedes mittelständische, jedes große Unternehmen hat eine Vision. Ich kenne kein seriöses Unternehmen bei uns, das nicht eine Vision hat. Also sozusagen ein Ziel, auf das hingearbeitet wird. Und dann gibt es Unterziele und dann gibt es Strategien, wie man zu dieser großen Vision kommt. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich komme aus einer Unternehmerfamilie, aus der Industrie. Also meine Familie ist beheimatet im Bereich der Kartonproduktion, Packaging. Also wir machen Verpackung. Jeder Europäer, auch die Schweizer, jeder Europäer, sagen wir immer, hat jeden Tag zumindest einmal eine MM-Verpackung in der Hand. MM ist mein Nachname. Eine MM-Verpackung in der Hand, ohne dass du es weißt, weil es steht nicht riesig drauf, MM, aber für die Gesunden unter euch, die zum Beispiel Zigaretten rauchen, ja, fast jede Zigarette in Europa, die Verpackung ist MM-Karton. Oder die, die sich gesund ernähren, jede McDonald's-Verpackung in Europa, einige nicken jetzt bereits, also einige haben schon beim Rauchen genickt, jetzt bei McDonald's. Ich glaube, ich spreche heute Abend, darum spreche ich über den Himmel heute Abend, okay, weil der bald kommen wird, gut. Also zum Beispiel die ganze McDonald's-Verpackung sind zum Beispiel wir, aber der ganze Bereich des Personal Cares, also das heißt dein Waschmittel, was du einkaufst oder sonstige Verpackungen des täglichen Lebens, das sind meistens, zumindest in Europa, immer MM-Kartons. Also könnt ihr auch an mich denken, wenn ihr das nächste Mal einkaufen geht und im Supermarkt steht und so einpackt, dann denkt ihr immer, aha, der Georg, kleine, immer ein kleines Stoßgebet, danke sehr. Ich sitze für meine Familie, wir sind ein Familienunternehmen, ein großes Familienunternehmen, und ich sitze für meine Familie bei uns in der Aktiengesellschaft seit 12 Jahren im Aufsichtsrat. Das war eine Idee meines Vaters. Ich habe eine sehr bewegte Biografie, über die spreche ich jetzt nicht. Ich habe zuerst Wirtschaft studiert, dann habe ich zu Hause übernommen den Betrieb und dann bin ich ausgestiegen und bin ins Priesterseminar gegangen, war 5 Jahre im Priesterseminar, habe Theologie und Religionspädagogik studiert, habe dann diese 5 Jahre Zeit des Priesterseminars genommen, eigentlich als perfekte Zeit der Ehevorbereitung, habe dann eine tolle Frau kennengelernt, geheiratet. Das ist die eine Frau, von der ich vorher sprach, mit der ich jetzt 4 Kinder habe. Und das war für meinen Papi ganz schwer, dass ich mich sozusagen aus der Wirtschaft verabschiedet habe und dann in die Theologie gegangen bin und dann nicht nur in die Theologie, sondern dann kam also mit meiner Bekehrung Medjugorje und die charismatische Erneuerung. Und der Papi kommt so aus einer traditionell katholisch-konservativen Ecke und das war schon eine große Challenge. Nicht nur, dass sein Sohn abzieht, ja, die Seite wechselt in die Kirche hinüber, sondern auch noch charismatisch veranlagt ist und das Mikrofon in der Hand hat und so singt und betet. Und dann hat er so ein bisschen als Rache, hat er mir gesagt, du bist der für unsere Familie in den Aufsichtsrat geht, damit du mir nicht völlig abhebst in den Himmel hinauf, sondern da muss wenigstens ein Fuß auf der Erde bleiben und du musst dich ein bisschen bilden, um dich dort nicht zu blamieren. Gut, also, wenn man auf die Homepage unseres großen Unternehmens, also groß, aber wir haben 10.000 Mitarbeiter, wir haben 2,5 Milliarden Jahresumsatz, das ist kein Geheimnis, das kann man im Internet lesen. Wenn man auf die Homepage zum Beispiel unseres Unternehmens geht, dann findet man gleich ganz am Anfang die Vision des Unternehmens. Das ist jetzt nicht wichtig, was da drinnen steht. Ich möchte euch nur ein Beispiel geben, dass jedes seriöse Unternehmen eine Vision hat. Und dort heißt es, unsere Vision, also es geht um einen Kartonproduzenten, das ist nicht wirklich aufregend. Ja, aber selbst ein Kartonproduzent, der so Schachtel macht, hat eine Vision. Und jetzt hört mal, wie toll das klingt. Unsere Vision ist es, ich bin nicht operativ, okay, ich sitze nur im Aufsichtsrat, also ich habe da nichts mitgewurschtelt, ja, sondern es sind ganz kluge Männer und Frauen, die sich da den Kopf zerbrochen haben. Also es geht um Karton. Unsere Vision ist es, als Technologie-, Innovations- und Know-how-Führer mit einem umfassenden Produktportfolio unsere Kunden langfristig mit innovativen Verpackungslösungen zu begeistern. Das ist ein Wording, was eigentlich uns Christen gehört. Ja, jetzt stellt sich vor,
Kartonunternehmen, sehr zufällig das, wo ich auch drinnen bin, ja, die machen Kartonschachterl und probieren die Menschen zu begeistern. Ja. Und alle 10.000 Mitarbeiter müssen diese Vision auswendig können und müssen ihren Part leisten und geben, damit die Menschen begeistert sind. Also wenn du das nächste Mal deine Nudel aus dem Regal nimmst, schau nicht auf die Nudel, sondern schau auf den Karton und sag, ich bin begeistert, ja, von diesem Karton. Gut, und so kannst du die ganzen großen Unternehmen und Firmen dieser Welt nehmen, von Apple angefangen über, die haben alle eine Vision. Und dann wird bei MM noch genau ausgeführt, was es bedeutet, was ein umfassendes Produktportfolio ist, was es heißt, das Technologie-, Innovations- und Know-how-Führer zu sein. Sowas ist eine Vision. Genug mit der Welt, genug mit weltlichen Unternehmen. Ich möchte heute nicht auf weltlicher Ebene zu euch sprechen, sondern auf geistlicher Ebene. Wir sind hier in einer Kirche, ihr seid alle Männer und Frauen, die getauft sind, die gefirmt sind, die eine Sendung haben. Ich nehme an, die allermeisten Herzen von euch oder wahrscheinlich alle brennen für die Sache Gottes, brennen für Jesus. Und ihr erwartet euch von diesem Typen, der aus den Bergen zu euch hier nach Zürich kommt, dass er auf geistlicher Ebene zu euch spricht über das Thema Vision. Wenn wir von Vision sprechen, dann sprechen wir von Träumen. Ich gehöre zu einer kleinen Gemeinschaft in Österreich, die heißt Loretto-Gemeinschaft. Wir machen relativ viel, wir bieten große Happenings an. Der André hat am Anfang schon erzählt, es gibt zum Beispiel in Salzburg dieses große Pfingstfestival. Leider heuer Corona zum Opfer gefallen, aber die letzten 20 Jahre sind immer mehr geworden. Am Schluss waren es knapp 10.000, die dafür ein Wochenende in den Salzburger Dom kommen und viele noch am Stream. Und bei uns im Happenings bekommt jeder so ein Lanyard. Also ich habe einige hier auch gesehen, da steht drauf Welcome Team oder so, die haben alle so ein Lanyard. Lanyard, versteht ihr? Ja? Und da hängt dann so ein Badge drauf. Und auf unseren ganzen Lanyards von der Gemeinschaft haben wir so einen Slogan drauf und da steht auf dem Lanyard Dream Really Big. Träum wirklich groß. Das ist so eine Message, ohne dass sie es checken, die bekommen die Jungen, wenn sie bei uns schon hereinkommen bei der Türe, dann sagen die, okay, wie heißt du? Ja, ich bin der Sepp oder der Hans oder der Urs oder wie auch immer. Und dann hauen wir ihm schon, ohne dass er es checkt, die erste Message über den Hals drüber. Und am Abend, wenn er schlafen geht und dieses Band runtergibt, ja, oder wenn er sich dran erwürgt, weil er in der Tür hängen bleibt oder am Klo, dann liest er es das erste Mal und da steht Dream Really Big. Da sind wir schon im Thema Vision drinnen. Wenn es um Vision geht, schaut euch diesen komischen Karton-Faltschachtelhersteller an. Was will der mit seiner Vision? Der will Menschen begeistern. Ja, und jetzt komme ich zu uns herüber. Bei uns wird es irgendwo, wenn wir um Vision sprechen, wird es gehen um Reich Gottes, um Jesus, um Aufbruch, um Neuland, um was auch immer. Und da geht es erst recht um Begeisterung. Und darum darf nicht draufstehen, please dream small, sondern es muss heißen, dream really big. Meine Frage an dich, nicht aufzeigen, nicht rausschreien, nicht rauskommen, mir nicht das Mikrofon wegreißen, bitte bleibt alle ganz ruhig und zivilisiert. Meine Frage an dich, ganz persönlich, lautet, hast du so etwas wie Träume? Ich sage jetzt nicht, hast du eine fertige Vision in deinem Leben, sondern hast du so etwas wie Träume? Bei den Mädeln weiß ich nicht, aber als kleiner Bub, zumindest als Österreicher, fängt man als kleiner Bub schon an zu träumen, wenn man affin für Fußball ist. Ja, also bei uns hat jeder irgendetwas mit Fußball zu tun und jeder kleine österreichische Bub träumt davon, eines Tages Deutschland zu schlagen. Nicht die Schweiz, sondern Deutschland zu schlagen. Ja, das heißt, die ersten Träume, die die kleinen österreichischen Buben mit 3,5 Jahren im Bett haben, wenn sie nicht mehr ins Bett bieseln, sondern schon träumen, ist, dass sie 18 sind und in der 92. Minute eingewechselt werden gegen Deutschland und dann in der 93. Minute mit einem Fallrückzieher das Siegestor der kleinen Alpennation gegen unsere deutschen Nachbarn schießen. Das sind die ersten Träume, die die Kinder bei uns zu Hause haben. Also meine Frage an dich ist, hast du so etwas
wie Träume. Bist du ein Träumender? Es kann sein, dass das eine Veranlagung ist. Träume sind übrigens etwas ganz, ganz Biblisches. Gell? Wenn ihr anfangt, die Evangelien zu lesen, ganz am Anfang, schaut mal, wie oft es heißt, dass ein Engel im Traum gekommen ist. Oder auch im Alten Testament, dass Gott im Traum gesprochen hat. Ich glaube, das ist etwas, was wir oder viele von uns vielleicht heute gar nicht mehr kennen. Also der Traum ist etwas ganz Spannendes. Zu träumen ist etwas ganz Spannendes. Gibt es für dich als Mann, als Frau Gottes so etwas wie eine Vision in deinem Leben? Ich meine jetzt nicht auf weltlicher Ebene, also zum Beispiel die Jüngeren unter euch, wenn ich euch anschaue, dann kann es sein, dass du sagst, also das jetzt ganz, ganz ernst meine ich das, ja? Ein Traum für mein Leben oder so eine kleine Vision für mein Leben ist, dass ich irgendwann ein kleines Häuschen baue. Das wäre so mein großer Traum. Das ist was Wunderschönes. Ein kleines Häuschen und eine kleine Frau dazu und drei Kinder, ja, und ein E-Bike vielleicht, weil der Junge wird ja dann ein bisschen älter und das ist heute sehr in. Und ein E-Bike, das träumt er vielleicht auch, und ein Flatscreen und jeden Abend eine Pizza aus einer MM-Kartonschachtel. Das wäre so ein schöner, sehr legitimer Traum auf weltlicher Ebene, noch nicht auf geistlicher Ebene. Auf geistlicher Ebene, du bist getauft, die meisten von euch sind getauft. Und die meisten von euch sind gefirmt. Also ich tue das jetzt kurz zu erwähnen, weil ich sage, ja, ich bin eh getauft, ich bin eh gefirmt. Aber das ist etwas Gewaltiges. Weil damit bist du ein Christ. Und Christus heißt der Gesalbte. Das heißt, wenn du Christ bist, wenn du getauft bist, gefirmt bist, dann bist du ein Gesalbter. Dann hast du eine unglaubliche Autorität in der unsichtbaren Welt. Dann bist du ein... Dann bist du eine Challenge für den Rest der Welt. Wir tun oft so gerne einen Deckel über unser Licht drüber stülpen und sagen, ja, bitte um Entschuldigung. Ich gehe am Sonntag noch ab und zu in die Kirche, aber nicht so oft. Ja, du bist getauft, du bist gefirmt, du bist gesalbt. Wow, ein Auftrag liegt vor dir und wartet auf dich. Du hast eine Sendung als Christ. Ganz besonders, jetzt weiß ich nicht genau, ob wir Österreicher und wir Schweizer da ganz genau gleich sind. Mir imponiert so, ich war jetzt, vor zwei Wochen war ich wieder bei einer Hochzeit von einem jungen Paar von uns aus der Gemeinschaft und dann wird an das Ehepaar werden so ein, zwei, drei Fragen gestellt. Und eine Frage, die gestellt wird, heißt, bist du bereit oder seid ihr bereit, in Kirche und Gesellschaft Verantwortung zu übernehmen? Gibt es bei euch auch? In Kirche und Gesellschaft Verantwortung zu übernehmen? Und die meisten sagen, ja. Und dann wollt ihr die Kinder, die Gott euch gibt, annehmen, dann schauen sie sich meistens an, ja. Aber jetzt nicht die Kinder, sondern bist du bereit, in Kirche und Gesellschaft Verantwortung zu übernehmen? Als Christ, als getaufter Christ, Verantwortung zu übernehmen. Wow, das ist was sehr Spannendes. Ich glaube, Sprichworte 29,18 kann man ganz unmittelbar anwenden für die Kirche, für unsere Diözesen, für unsere Pfarren, für die Gemeinschaften, aus denen wir kommen oder Bewegungen, für deinen Aufbruch, für deinen Gebetskreis, für die Ecke, aus der du kommst. In Sprichworte 29,18 steht, ein Volk ohne Vision geht zugrunde. Ich breche es ein bisschen herunter. Eine Gruppe, die nicht mehr träumt, eine Gruppe, die nicht träumt, die nicht really big dreamt, geht zugrunde, steht in Sprichworte 29,18. Ich kenne viele von euch nicht, aber ich denke zum Beispiel mal an dieses Treffen hier von euch. Oder vielleicht haben manche von euch sowas wie eine Hausgemeinschaft oder einen kleinen Gebetskreis oder ein Gebetstreff, wie sie hingehen. Vielleicht sind einige von euch in ihrer Pfarre engagiert. Wie schaut es da aus in deiner Pfarre mit dem Thema Vision, mit dem Thema Träumen, mit Big Dreams? Ich komme aus Salzburg, also Salzburg wisst ihr, ja, das ist in den Bergen oben. Ich komme aus Salzburg und wenn man bei uns in Salzburg in den Pfarren eine Umfrage machen würde unter den Priestern und Diakonen und unter den Hauptamtlichen, was die Vision der Pfarre betrifft, dann könnte ich mir vorstellen, dass womöglich Folgendes herauskommt. Eine Pfarre würde sagen, unser großer Traum ist, dass wir in den nächsten 10 Jahren die Kirche renovieren müssen. Also müssen neu malen und brauchen neue Lichter und brauchen neue Bänke. Pfarre A.
sehr, sehr gut, finde ich. Dann gäbe es eine zweite Pfarre, das ist bei uns ganz aktuell, also wir haben, unsere Kirchen sind leer, nicht nur wegen Corona, da kommt niemand mehr, aber die zweite Pfarre, der große Traum und die Vision ist, wir brauchen eine neue Orgel. Ja, das kostet uns zwar 2 Millionen Euro, es ist niemand mehr da, aber die leeren Bänke müssen beglückt werden. Also unsere große Vision ist, wir brauchen eine neue Orgel. Das ist sehr gut. Also die, die mich nicht kennen, die denken sich, was habt ihr denn da für einen eingeladen? Ja, der nimmt da alles auf die Schippe. Ihr müsst mich ein bisschen aushalten, noch nicht zu schnell weglaufen. Okay, gut. Also bitte nicht, wenn ihr weglauft, dann gleich zum Essen draußen und dann wieder herauskommen, falls es schon ein Essen gibt. Und dann gibt es vielleicht eine dritte Gruppe, die sagt, wir brauchen für unseren Pfarrcafé dringend eine neue Kaffeemaschine. Das ist die große Vision für die nächsten 10 Jahre. Ja? Wenn diese Vision gelingt, wow, dann können wir mit ganz großem rechnen. Und dann, was unsere Salzburger Pfarren lieben, das sind sogenannte Pfarrflohmärkte. Da bringen die Menschen herangetragen ihren ganzen Altmüll aus ihren Häusern, Skier, Räder, Helme, Sonstiges. Das wird dann vor der Kirche hingestellt, dann gibt es einen Pfarrflohmarkt und manche träumen, dass sie einen größeren Lagerraum für ihren Pfarrflohmarkt bekommen. Nicht schlecht, vielleicht nehme ich das jetzt ein bisschen auf die Schippe, aber da ist schon was dran. Wir sind ermutigt, aber wirklich groß zu träumen und zwar mit Jesus zu träumen, mit dem Heiligen Geist zu träumen. Und ich glaube, dass der ganze Himmel eigentlich von ganz großen Dingen träumt. Die Pläne, die Gott für uns hat, sind Pläne des Heils. In Jeremia 29, 12 steht, ich möchte euch eine Zukunft schenken. Ich möchte euch eine Hoffnung geben. Ich habe Pläne des Heils für euch. Es ist ganz Großes, was der Himmel plant für uns, auch in diesen Tagen, wo wir versucht sind zu sagen, wow, der Wind wird immer, immer rauer und immer stärker und heute Kirche sein ist alles andere als einfach. Aber wir hören auch auf zu träumen. Es gibt ganz wenige bei uns, die noch träumen. Wir sind aber ermutigt, wirklich groß zu träumen. Hört zu, was ich euch jetzt sage. Kirche wäre eigentlich ein fantastischer Ort, an dem fantastische Menschen gemeinsam Fantastisches tun könnten. Alles klar? Ich habe alles in Schwarz, aber das ist in Rot. Deswegen wiederhole ich es nochmal. Kirche wäre eigentlich ein fantastischer Ort, an dem fantastische Menschen Fantastisches tun könnten. Genauso könnte sich ein cooler Start anhören. James Mellon, einigen von euch ein Begriff, Halifax, spricht in Divine Renovation, das ist ein Buch, das solltet ihr mal in die Hand nehmen und lesen, von 3 großen Bereichen, wenn es um nachhaltigen Neuaufbruch in der Kirche, in der katholischen Kirche gehen soll. Er sagt, wir brauchen 3 Bereiche, wo wir den Fokus hinlegen sollten, wo wir anfangen sollten, visionär zu werden. Das erste ist das Thema Welcome. Welcome heißt für alle unsere Pfarren, wie begrüßen wir die Leute am Eingang? Wie gehen wir, jetzt nehme ich euch mal mit herein ins Boot, als Engagierte, als Brennende, als zu Jesus Gehörende, als kirchliche Mitarbeiter, wie gehen wir mit denen, jetzt richtig verstehen, da draußen um, mit denen, die kommen und mit denen, die nicht mehr kommen? Wie heißen wir sie willkommen? Wie ist unsere Welcome-Kultur? Ich glaube, da müssen vor allem wir Europäer sehr, sehr viel nachlernen und mitlernen. Ich habe kürzlich eine Geschichte gehört von einer 85-jährigen Dame, die seit 50 Jahren in ihre Pfarre geht, Sonntag für Sonntag. Sonntag für Sonntag, seit 50 Jahren. Und seit einigen Monaten kann sie nicht mehr. Sie hat einen Schlaganfall gehabt und sie ist bettlägerig. Und obwohl die seit 50 Jahren in diese Pfarre geht, ist es irgendwie in den ersten Wochen und Monaten niemand wirklich aufgefallen. Dabei kommen eh nur mehr 30 Krieger in diese Pfarre. Es ist niemand wirklich aufgefallen. Das Netz, was gespannt ist zum Teil in unseren Pfarren, ist sehr oft, ich spreche jetzt von einer österreichischen Pfarre, ihr könnt sagen, das könnte uns niemals passieren, völlig ausgeschlossen. Wir haben noch 8 Schafe, die kennen wir beim Namen, Geburtsdatum, alles wissen wir. Ja, die haben schon ihre Gräber reserviert, wo sie eines Tages liegen werden. Wir wissen alles über sie. Ja. Aber bei uns in Österreich, wir haben noch 35, die kommen in eine normale Pfarre oder 40. Und so etwas kann passieren, dass die Netze zu weit gespannt sind und dass uns die Menschen durchfallen. Also Welcome. James Mellon spricht von Welcome, er spricht von Worship, das ist die Musik, das ist der Lobpreis und er spricht von Verkündigung. Wie ist die Verkündigung? Wie ist der Preach? Wie sprechen die, die vorne am Amboss sind? Kommt das aus dem Leben? Es gibt so,
Wisst ihr, das Schöne ist, ich bin in der Schweiz, ich kann mich immer auf die Österreicher ausreden. Ja, bei euch ist alles anders. Du bist ein cooler Priester, das habe ich schon gehört. Kommst aus der Welt, gell? Also oft gut, ist oft gut. Aber bei uns ist es oft so, wir haben noch diese, weiß ich, wie man es nennt, diese alte kirchliche Sprache. Ja? Also über das Mikrofon wird etwas verkündigt, das ist weder Fisch noch Fleisch, das ist nichts. Ja, das ist so eine Mischung aus Lesung und Evangelium und drei Sätze des Predigers dazu. Das ist nichts. Und ich behaupte oft, dass bei uns die paar Frommen, die noch kommen, die vielleicht nicht inbrünstig beten, aber wenn Menschen inbrünstig beten, dann ist es oft während der Predigt, fangen die Menschen zu beten an, ja, lass ihn zu einem Ende kommen. Ja. Gib, dass das bald, dass das Amen bald kommt. Ja. Wenn der dann blättern anfängt und dann siehst du, oh, der hat noch 7 Seiten davon. Ja. Leute fangen schon zum Schwitzen an, schauen auf die Uhr, dann beginnen sie zu beten bei uns. Bei den Fürbitten schlafen wieder alle. Ja. Aber das sind die Momente. Was möchte ich damit sagen? Da hat er schon recht, der James Mellon. Also ich erlebe, dass da, wo Verkündigung gut ist, da, wo Verkündigung spricht, da, wo wir auch lachen können in der Kirche. Ja, wir erlauben uns ja gar nicht mehr zu lachen in der Kirche. Da, wo die Musik lebendig ist, da, wo der Worship gut ist und da, wo der Welcome funktioniert, da können wir ansetzen, um in etwas Neues hineinzugehen. Und das könnten Top-Themen sein für eine wirklich geniale Vision. Kaffeemaschine für den Pfarrkaffee ist gut, der neue Lagerraum für die Flohmärkte ist gut, aber mein Traum, warum ich heute stehe, warum ich gemeinsam mit dem Heiligen Geist vielleicht einige Herzen hier inspirieren möchte, ist, dass ihr anfangt, groß zu träumen. Und für, wisst ihr, wenn es gefährlich wird, ist dann, wenn sich 2, 3 Träumer treffen. Ja, wenn 2, 3 Träumer zusammenkommen, ein Bier trinken oder eine Bowle trinken oder einen Sekt trinken oder ich weiß nicht, was man bei euch in der Schweiz Gutes trinkt, irgendwas Gutes trinken und dann anfangen, über ihre Träume zu sprechen und dann anfangen zu beten, oh wow, oh wow. Da gibt es ein kleines rotes Buch, das heißt Red Moon Rising. Ich weiß nicht, wer das von euch schon gelesen hat. Pete Gregg, ich liebe dieses Buch. Es war der Startschuss, es war der Anfang in unserer Gemeinschaft, dass wir angefangen haben, vor circa 10 Jahren 24/7 zu beten. Tabernakel auf, Tag und Nacht Gebet. Nur mit jungen Leuten. Tag und Nachtgebet, Tag und Nacht. Und der Titel von diesem Buch heißt Red Moon Rising, wenn Freunde gemeinsam anfangen zu beten und zu träumen. Okay, wenn ihr anfangt gemeinsam zu beten und zu träumen, dann können sehr spannende Dinge passieren. Seid ihr bereit, womöglich für Neues? Seid ihr bereit für einen neuen Aufbruch? Seid ihr bereit, neue Menschen für Christus zu gewinnen? Oder wollt ihr lieber alles beim Alten belassen, was völlig legitim ist? Aber ich spreche heute über das andere. Ich glaube, grob eingeteilt, natürlich viel mehr, aber ich tue auch gerne pointiert preachen. Ich glaube, grob eingeteilt gibt es 2 Typen von Menschen. Es gibt die Nicht-Träumer und es gibt die Träumer. Es gibt jene, die offen sind für Vision oder die sich dem Thema Vision stellen. Und es gibt jene, die mit Vision überhaupt nichts anfangen können. Die Nicht-Träumer, die leben meistens sehr nüchtern und konzentriert und anständig so einen Tag nach dem nächsten und versuchen alles sehr gut zu machen und das ist sehr lobenswert. Und irgendwann bei den Nichtträumern, irgendwann sterben sie, werden in eine Kiste hineingelegt, die Kiste fällt zu, ein bisschen später kommt der Wurm von unten und frisst sie alle auf, die Nichtträumer. Das ist die Gruppe der Nichtträumer. Schockierend, wie ich verkündige, ich weiß, aber so schlaft mir niemand ein. Das ist immer das Gute. Die zweite Gruppe, das sind die Träumer. Und die Träumer, das wird dich jetzt ein bisschen traurig machen, auch die Träumer sterben irgendwann, werden in die Kiste gelegt, der Deckel wird zugemacht hinunter in die Erde. Auch da kommt der Wurm, der macht keinen Unterschied und frisst sie irgendwann alle auf, auch die Träumer. Aber die Träumer, die Visionäre, das ist irgendwie die viel spannendere Truppe, finde ich. Wenn irgendwo große, verrückte, geistliche Dinge passieren werden, dann ganz sicher bei den Träumern. Ganz sicher bei den Träumern. Warum? Weil sie sie erwarten, weil sie sie erhoffen, weil sie sie erbeten, weil sie sie auch ein Stück weit erleiden, diese großen Dinge und ersehnen. Ein Beispiel, welche Voraussetzung braucht es, dass beispielsweise eine Bombenerweckung in euer Land kommen könnte? Wisst ihr, was Erweckung ist? Erweckung ist übernatürlicher Aufbruch. Erweckung ist das, was Pfingsten 033 in Jerusalem passiert ist, auf übernatürliche Art und Weise kommt der Heilige Geist und an einem Tag bekehren sich 3000.
Also, was braucht es, welche Voraussetzungen braucht es, dass beispielsweise eine Bombenerweckung in euer schönes Land ziehen kann? Ich glaube, es ist ganz einfach. Es braucht genügend verrückte Menschen, die really big dreamen und den Herrn unaufhörlich anrufen und anbetteln und hartnäckig diesen Wunsch deponieren. In deinem Gebet, ganz inbrünstig. Jesus, wir brauchen dich. Jesus, wir brauchen deinen Heiligen Geist. Jesus, wir... Wisst ihr, man darf mit dem Herrn auch so umgehen. Ja, er ist das gewohnt. Er war 33 Jahre hier, er kennt uns alle. Er ist Gott, aber er ist auch ganz Mensch. Ich liebe die leidenschaftlichen Beter. Die sind gut, die sind gut. Ich bete auch gern, habe beim Herrn vorhin schon einige Rosenkranzgebete. Die sind ganz gut. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Die sind gut, die sind gut. Okay, ich bete auch den Rosenkranz. Aber diejenigen, die wirklich leidenschaftlich mit dem Herrn ringen und mit ihm weinen und mit ihm verhandeln und sich auch beschweren bei ihm und sagen, oh Herr, was ist jetzt Sache? Schlafst du oder bist du noch da oder glaube ich nicht oder come on Jesus. Und so dürfen wir sprechen, so dürfen wir beten. Du gehst dir mit deinem Ehemann auch so um, sei ehrlich. Ja? Nach außen am Sonntag in der Kirche sitzt du natürlich neben ihm, haltest seine Hand und sagst, geh du zuerst zur Kommunion, Schatzi. Du bist der Mann, du musst vorausgehen. Ja? Kaum sitzt sie im Auto. In den meisten Ehen ist es so. Also du darfst mit dem Herrn auch so umgehen. Und wichtig ist, dass du musst mit dem Herrn wirklich hartnäckig kämpfen und ringen und diese Wünsche auch deponieren. Wisst ihr, wenn uns das alle kalt lässt, wenn wir sagen, ja, jetzt ist Corona, jede zweite Reihe ist gesperrt, jeder dritte und vierte Sitzplatz ist gesperrt, ja, fällt aber auch noch nicht auf, dass da eh noch, so viel sind wir eh nicht mehr. Sonst muss uns ein Schmerz, es muss uns ein Herzensanliegen sein, dass wir wieder Menschen für Christus gewinnen können. Ich bin in meinem Herzen ein Missionar, ich bin ein Evangelist. Natürlich kannst du sagen, oh, ich möchte ein schönes, ruhiges Leben haben. Wichtig ist, dass der Flat Screen kommt und die M&M-Pizza am Abend im Karton, das ist wichtig. Der Rest ist mir wurscht. Nicht schlecht, du wirst vielleicht auch in den Himmel kommen. Aber der Herr sucht Arbeiter für seinen Weinberg. Er braucht die Träumer, er braucht die Visionäre. Erweckung. Weißt du, was da los wäre, wenn eine Erweckung in unser Land ziehen würde? Das gibt es. Nicht nur 033 in Jerusalem. In der Geschichte der Kirche hat es immer wieder Erweckungen gegeben. Immer wieder. An den verschiedensten Orten. Wer von euch hat schon einmal von der Azusa Street Erweckung gehört? Gebt mir mal ein Handzeichen. Gott segne euch, Gott segne euch, Gott segne euch. Die anderen seien auch gesegnet. Azusa Street Erweckung, okay, Azusa Street Erweckung. Meine ganz große Bitte ist, besorg dir mal dieses Buch, das ist nur so dick, das ist ganz easy zu lesen. Und ich, also bei mir hat dieses Buch so einen Hunger ausgelöst, so eine Leidenschaft ausgelöst. Bei der Azusa Street Erweckung, ganz kurz, geht es um eine Erweckung, die stattgefunden hat zwischen dem Jahr 1906 und 1909, ein bisschen mehr als 3 Jahre, in Los Angeles und zwar in einer Lagerhalle. Also wir sind hier in einer ehrwürdigen Kirche, aber stellen wir uns mal vor, ich war damals noch nicht auf der Welt, stellen wir uns mal vor, das war ein Raum oder eine Halle so groß wie hier. 3 Jahre lang war die Shechina-Herrlichkeit, von der sprechen Sie, war die Shechina-Herrlichkeit in dieser Halle, an diesem Ort, unglaublich, wie das geschrieben steht, es ist wie so ein feiner, heiliger Nebel, der in dieser Halle gegenwärtig war. Die Gegenwart Gottes war so spürbar gegenwärtig in dieser Halle und in 3,5 Jahren sind dort jeden Tag Dutzende und Aberdutzende unglaublichste Wunder passiert. Also nicht nur mein rechtes Knie schmerzt etwas, komm Heiliger Geist, es ist besser, sondern in diesem Buch steht geschrieben von Menschen, die blind waren, taub waren, wo Gliedmaßen gefehlt haben und die sind gekommen, haben ganz kurz gebetet, Herr Jesus, wir brauchen ein Wunder, wow, und der Arm war wieder da, der Fuß war wieder da. Jetzt werden wir sagen, na, das glaube ich nicht. Aber dann liest die Bibel. Hast du schon mal gelesen, Apostelgeschichte? Hast du schon mal gelesen, das Neue Testament? Was heißt, das glaube ich nicht? Du kannst sagen, oh, das habe ich noch nicht gesehen. Das kannst du sagen. Aber das glaube ich nicht, ist zu wenig. Du musst sagen, oh, wäre das nicht? Träum mal mit mir ganz kurz. Wäre das nicht ein Hammer, wenn hier herinnen in dieser, Lagerhalle, 3,5 Jahre die Shechina-Herrlichkeit Gottes einziehen würde, wenn ihr alle Team wäret? Was glaubt ihr, das spricht sich innerhalb von 2 Tagen herum.
ihr braucht es nicht mehr hinausgehen auf Welcome. Zu Hunderten und Tausenden werden sie kommen, Tausenden. Und hier würde das Worship-Team stehen und würde den ganzen Tag Worship machen und die Menschen würden hier liegen und würden Gott anbeten und würden rufen und ihr würdet in den Gebetsteam sein und würdet beten. Steigt mal kurz ein mit mir in diesen Traum. Ja, kann sein, dass du sagst, nein, ich will noch in 2 Stunden wieder haben, weil heute Abend ist irgendein Fußballspiel ohne Zuschauer, das muss ich mir anschauen. Das ist gut, das schaue ich mir auch an. Ja, schau mir auch, habe mir auch gestern Red Bull Salzburg angeschaut. Aber lass dein Herz inspirieren, wie grandios und wie schön das wäre. Ich, Georg, bin hoffentlich ein guter Christ, hoffentlich ein guter Katholik. Ich gehe jeden Sonntag in die Kirche, aber ich muss euch etwas gestehen. Ich leide sehr oft wie ein Hund. Ich weiß nicht, von wo dieses Sprichwort kommt, dass wir sagen, du leidest wie ein Hund. Ja. Ich leide. Ich bin in Salzburg in einer tollen Pfarre mit einem tollen Priester, das meine ich ernst. Tolle Pfarre mit einem tollen Priester mache ich gerade mein Diakonatspraktikum. Wir müssen 3 Jahre in einer anderen Pfarre als unser Praktikum machen. Toller Priester, tolle Pfarre. Ein Sonntagsgottesdienst, 9000 Seelen gehören zu uns. Zwischen 35 und 40 Leute kommen jeden Sonntag noch Gottesdienst. Das ist Stadt, das ist Salzburg, das ist sogar eine bürgerliche Gegend. Also großes Fragezeichen, warum das so ist. Und ich stehe, da steht der Priester und ich stehe da hinten mit meinem Talar, mit meinem Rochett, 53 Minuten, so. Und ich bin 53 Minuten damit beschäftigt. Also die erste Minute brauche ich, um zu zählen, ob es 35 oder 38 sind. Dann denke ich immer an ein Wort aus dem Alten Testament, wo es heißt, zählt nicht. Das höre ich dann immer, zählt nicht, sagt Yahweh. Sage ich, sorry, ich muss doch zählen, ich bin hier im Praktikum, ja, 35. Und wenn 38 sind, dann sagt der Pater Franz schon, freue mich, dass heute so viele gekommen sind. Ja. Er merkt schon genau den Unterschied, ob 35 oder 38. Und dann singen wir alte Lieder, die liebe ich ja sehr, die habe ich ja sehr gern. Ja. Und der Organist sitzt irgendwo ganz hinten oben, fast außerhalb der Kirche sitzt der Organist. Ja. Und der dödelt so herunter und 3 singen noch in der Kirche. Und ihr lernt mich jetzt schon ein bisschen kennen, gell? Da gibt es was, das wurdelt da in meinem Herzen. Ich habe mich aber nicht gestern bekehrt, sondern vor 33 Jahren. Es wurdelt immer mehr, gell? Es wurdelt immer mehr. Und ich leide wie ein Hund, leide ich, weil tote Hose bei uns. Ja, bei uns so viele Pfarren, wo wirklich tote Hose ist. Und natürlich könnte ich mir denken, Georg, halt durch. Bleib ruhig, bleib brav, bleib treu. Du lebst ungefähr noch 43 Jahre und dann greift der berühmte Wurm an und wird dich auffressen. In Genesis 3,19 steht, vom Staub bist du gekommen, zum Staub kehrst du zurück. Trifft mich genauso. Ja? Also ich rieche ihn schon, den Wurm, wie er angreift. Ich bin ja viel älter als ihr. Das habe ich bei der Vorstellung vergessen. Ich bin älter, als ich ausschaue. Okay? Ihr glaubt, ich bin jung, aber ich bin alt. Okay? Das heißt, deswegen spreche ich auch so gerne über den Himmel. Also, ich könnte sagen, halte durch 43 Jahre und dann bist eh dahin, dann ist eh vorbei. Aber ich muss euch eines sagen, meine Sehnsucht ist eine viel größere. Ich sehne mich heute nach dieser Shechina-Herrlichkeit. Ich sehne mich nach dem, was in der Azusa Street passiert ist. Ich sehne mich danach, dass wir das als Kirche, dass wir das als getaufte Christen heute noch einmal erleben. Ich sehne mich nach einer Erweckung. Ich sehne mich nach unerklärbaren Zeichen und Wundern. Wisst ihr, wie cool das wäre, wenn diese urkirchlichen Zeichen und Wunder wieder kommen würden? Ja? Wenn ich sage, wie geht's dir? Und du sagst, grundsätzlich gut, aber ich sehe nicht mehr viel. Ja, sag ich, du die Brille kurz runter, nimmst die Brille runter, wie heißt du, Lois zum Beispiel, brauchst du jetzt nichts sagen, ja, und ich leg dir kurz die Hände auf und sag, im Namen Jesu bete ich, dass du wieder voll sehen wirst und du stehst auf und schreist, Halleluja, und alle anderen werden kommen und sagen, Lois, was ist los? Und dann sagen, Lois, nimm das Mikrofon, und dann wird der Lois sagen, diese Brille ist für die Würste, zack, wird er sie weghauen, ja, und noch Größeres, wer das nicht träumt mit mir, wer das nicht mega. Nicht, weil wir Show wollen. Also eins müssen wir uns auch klar sein, gell? Ihr seid jetzt alles Mitarbeiter, glaube ich. Oder ich nenne euch mal Freunde Jesu. Wenn Erweckung kommt, wenn die Herrlichkeit Gottes kommt, dann werden wir nimmer so viel Freizeit haben wie jetzt. Versteht mich richtig? Ja? Also diese Gebete, die wir beten, die können schon auch gefährlich sein. Ja? Wenn Gott anfängt, unser Gebet in die Richtung zu erhören, dann kann das sehr spannend werden. Aber ich bin einer davon, der träumt von einer Erweckung, wie sie damals in Los Angeles war. Ich schließe meinen ersten Preach und jetzt hört, was ich euch sage. In der Azusa Street,
das endet 1909, diese gewaltige Erweckung. Das endet 1909. Und in der Azusa Street wurden viele starke Prophetien gesprochen. Und eine der großen Prophetien der Azusa Street lautet: Es wird eine noch viel größere Erweckung kommen, und zwar in gut 100 Jahren, heißt es damals, 1909, und zwar in gut 100 Jahren, mit dem großen Unterschied, ich zitiere, mit dem großen Unterschied, dass sie nicht auf einen einzigen Ort begrenzt sein wird, sondern auf der ganzen Welt beginnen wird, sozusagen im ganzen großen Leib Christi. Ganz langsam wird sie beginnen. Und sie wird immer mehr und mehr werden, immer größer und immer offensichtlicher. Und dann heißt es in dieser Prophetie, es wird die Verheißung von Joel 3 sich erfüllen, das ist diese große Ausgießung des Geistes, und es werden die Tage sein, die das Kommen Jesu in Herrlichkeit vorbereiten werden. Ende der Prophetie. Ganz persönlich, Georg, meine Antwort drauf: Oh, wow. Ist meine Antwort drauf. Und ganz demütig sage ich: Ich sehe das schon. Ich sehe das schon. Ich erlebe das schon. Zumindest in den Anfängen. Ich ahne und spüre wahrscheinlich mit einigen von euch gemeinsam diese Tage, in denen wir leben, da passiert gerade etwas ganz Spannendes Neues. Etwas ganz Spannendes Neues. Wir können immer sagen, Glas halb voll oder halb leer. Das ist die Frage, wo du hinschaust. Haben wir die Talsohle schon erreicht? Die Frage ist, was ist Talsohle? Die Kirchenbesucher oder die Berufungen oder was ist die Talsohle? Aber ich ahne und sehe mit meinen eigenen Augen, dass der Geist Gottes das Kommando übernommen hat und dass wir am Anfang von etwas Gewaltigem Neuen stehen. Mein Thema heute ist Vision, mein Thema heute ist Träumen, Dream Really Big. Ich möchte gerne vorträumen. Du hast die Wahl, Träumer oder Nichtträumer, Vision oder Nichtvision, beide Gruppen sind gut. Alle werden am Schluss vom Wurm aufgefressen werden, aber die eine Gruppe macht den speziellen Unterschied. Und ich lade dich von Herzen ein, sei dabei, dream really big und beginne über dieses Thema Vision in deinem Herzen nachzudenken. In einer halben oder dreiviertel Stunde geht es weiter mit einem zweiten Preach und da gehe ich dann ein bisschen mehr noch in die Tiefe. Danke für eure Aufmerksamkeit.